Erst die dritte Kamikaze-Drohne trifft das Ziel. Ausgelöscht auf Knopfdruck. Bevor der junge Mann Drohnenpilot wurde, kämpfte er als Infanterist im Schützengraben. Das Töten mit einem Gewehr sei anders, schwerer. Wenn du im Feld angreifst, siehst du den Gegner und fängst an zu schießen. Du begreifst sofort, dass du auf einen Menschen schießt. Aber wenn du die Drohne steuerst, musst du erst verstehen, dass du eine Fernbedienung und einen Bildschirm hast. Es ist wie ein Videospiel. Das Ziel ist weit weg. Es wird getroffen oder nicht. Und dann fliegt man einfach zurück. Und dann lacht der Kollege, Spiegel TV. Ich musste da eben zurückspulen, weil mir schlecht wurde bei diesem Bericht. Sie haben gezeigt, wie russische Leute dreimal mit einer Kamikaze-Gruppe angegriffen wurden und beim dritten Mal vernichtet wurden. Oder auch woanders noch gezeigt, dass eine Drohne filmte, wo sie sich verstecken unterm Panzer und dann wird eine Handgranate reingeworfen, dann waren sie alle tot. Die Bilder gibt es natürlich in diesem furchtbaren Konflikt auf allen Seiten, nur zeigt es die Perversität und Pervertierung des Krieges mittlerweile. Und ich habe schon vor Jahren, als es mit den Drohnen losging, gesagt, die Drohnen werden eines Tages bewaffnet werden oder ja, wie die Kamikaze-Drohne. Die werden zum Töten benutzt und wir wissen es ja mit Rammstein, Drohnenkrieg etc. So funktioniert's. Da sitzt also ein junger Mann und er sagt, das ist wie Videospiel spielen. Du bringst Leute um. Keine Empathie, genügend Entfernung, genau wie der Bomberpilot, der die Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima warf. War in riesiger Höhe. Ein kleiner winziger Punkt war die Stadt und dann wirft er das Ding da ab und dann gibt es da irgendwo eine Explosion und er ist weit genug weg, da hat man keine Empathie, kein Mitleid mit den Menschen vor Ort. Und wenn du aber direkt kämpfst an der Front und siehst, dass es Menschen sind und auf die schießt, ist es eben was anderes. Und das habe ich, wie gesagt, alles schon vor Jahren angeprangert, dass das der neue Cyberkrieg wird, Terminator-mäßig, ferngesteuerte Drohnen. Die letzten Feiglinge sitzen weit weg im Trockenen bei Mama unterm Schoß oder auf dem Schoß und töten andere Menschen mit Drohnen auf allen Seiten dieser Welt. Das ist so krank, weil das kann man ja wirklich so locker aus der Hüfte machen. Ich reg mich gerade darüber auf, weil damit werden Menschenleben ausgelöscht. Per Mausklick. Es ist eine perverse Zeit. Möge endlich Frieden einkehren, mögen alle Parteien Waffenstillstand, einen Waffenstillstand beschließen und dann an einen Verhandlungstisch und da muss das Problem gelöst werden, sonst kann es ja noch Millionen Jahre gehen. Jeder Depp, der genug Geld, finanzielle Unterstützung von den Mafia-Regierungen bekommt, egal aus welchem Lager, kann ja da so eine Drohne über eine Grenze überall hinsteuern. Und einfach mal eine Granate oder eine Kamikaze-Drohne in irgendein Haus reinsteuern und Leute töten. In so einer perversen Welt leben wir dank technischem Fortschritt. Gute Nacht.